nur wissen, ist angesagt. Heute zusammen beim Zürichschnurren. Er hat die stärkste UKW-Antenne der Welt auf einen 3000-Gipfel in Italien gestellt und auch beim New York-Marathon über 42 Kilometer keine Schwäche gezeigt. Er hat als erster in der Schweiz Privatsradio im Fernsehen beigestellt, um dann den grossen Privatsender in Deutschland wieder zum Laufen zu bringen. Villa oben am Zürichberg, Studios gerade neben dem Kunst- und Schauspielhaus. You can get it if you really want. Keiner lebt das so wie der Roger Schawinski. Schön, bist du da. Hoi, Johnny. Hoi. Hallo, hallo. Los mal. Roger, ist dir eigentlich jemals etwas trotz try nicht gelungen? Hast du es nicht erreicht, was du hast willst? Absolut, immer wieder. Das heisst ja try and try. You succeed at last. Und hier und da macht man Sachen falsch. Ich habe zum Beispiel mal ein Kulturradio gemacht, also das Klassikradio. Ja. Einfach weil ich das Gefühl hatte, ich vermisse jetzt all diese Musik, weil jetzt muss ich auch die andere Musik spielen. Und das ist eine Art ein privates Hobby gewesen. Ein Hobby sollte man nicht zum Beruf machen. Und das ist dann auch nicht richtig erfolgreich gewesen. Und da habe ich daraus gelernt, oder? Man sollte Hobby Hobby sein lassen und Beruf Beruf. Sehr gut. Und in Dolder Golf Club bist du auch nicht gekommen als Unabpatzte. Aber das geht mir jetzt nicht drauf ein. Ja, was? Das ist noch interessant. Ja, nein. Ich weiß schon. Ja, ja, weil die, weißt du, oben hat es Ärzte, Anwälte und solche. Und die haben irgendwie das Gefühl gehabt, so ein Typ wie ich, ich bin immerhin Doktor, Ehrendoktor, ich passe nicht in ihre vornehmen Gesellschaft. Ich hatte das Gefühl gehabt, sie hatten ein bisschen Angst gehabt, dass ich ein bisschen offener bin als sie. Aber wie hat es einmal der Groucho Marx gesagt, in einer Gesellschaft, die mich aufnimmt, der Ehren will ich nicht angehören. Jawohl, ist gut. Es geht uns allen so. In der Schawinski-Methode tust du deine Erfolgsrezepte präsentieren. Aber besonders beeindruckt hat mich eigentlich eine Geschichte. Dein ehrliches Statement zur Kehrseite des Mythos. Ja. Also die Radio 24-Generation, die einen Mythos aus dir gemacht hat und aus dem Radio 24, wo dir jetzt nicht, also zum grossen Teil nicht auf Radio 1 gefolgt sind. Riskierst du jetzt nicht das Gleiche nochmal mit Schawinski auf Bluesroom 1:1, was du als trojanisches Pferd bei deinem ehemaligen Gegner auf SRF gesetzt hast, jetzt auf einem privaten Nisch-TV ganz ohne Findbild? Nein, gut. Also das andere ist ja folgendes. Ich habe den Radio 24 Mythos kreiert und habe dann ein neues Radio gemacht. Und Radio 24 gibt es noch. Und jetzt gibt es immer noch Leute, obwohl ich seit 20 Jahren nicht mehr bei Radio 24 bin, die bei Studioführungen sagen, wo ist denn das Büro vom Roger? Also die wollen immer noch das dort erleben. Und ich kämpfe jetzt gegen meinen Mythos an, das habe ich beschrieben. Ja. Und das ist besonders schwer. Aber da es Schawinski auf SRF nicht mehr gibt und das immer noch der gleiche Schawinski ist, ist das nicht das gleiche Problem. Im Gegenteil, ich tue das an einem neuen Ort machen. Und es ist nicht einmal so ein Nischenprodukt, würde ich sagen, weil Blue Zoom und überhaupt die ganze Blue-Gruppe, vor allem im Sport, die sind absolut Führer, machen das sehr professionell. Und das wird auch im Studio ganz anders noch aussehen als im Schweizer Fernsehen. Das wird noch gut sein. Kann ich einen Gin Tonic haben? Ja, ja, klar. Aber das Filmbild fehlt. Nein, ich habe ja nicht das Filmbild essen. Das war ein Irrtum. Ja, ja. Ich war gegen das Monopol. Ja, ja. Ich war nicht gegen das SRG. Ja. Und das Monopol habe ich gebrochen. Also konnte ich locker dort hingehen. Gut. Kommen wir zu deiner Talk-Auffassung, die du auch in deinem Buch noch mal sehr schön und klar definierst. Also, weil die Leute selbstverständlich, das ist ja klar, immer wenn gut dastehen, geht es darum, sie möglichst schnell in eine Ecke zu treiben. Ja, nein, das sage ich nicht. Mal, das steht in deinem Buch. Und dann, nein, mal, und dann können sie nicht mehr aus dem Wohlfühl-Oasen agieren, sondern sie sind gefordert. Jetzt, meine Frage ist gerade eigentlich um das. Es gibt aber schon auch andere Wege, oder? Ich meine, wenn ich jetzt so denke an Sandra Maischberger, vor allem früher Zweier-Talks, Helmut Schmidt und so, oder auch an Oprah Winfrey, bei Gott nicht immer, aber sehr, sehr oft mit unheimlicher Empathie das machen für den Gast. Und das Interessante ist, dass dann die Gäste viel mehr als von sich preisgeben, sogar mehr als sie wahrscheinlich selber wetten. Das ist halt eine andere Methode. Also gut, erstens mal bin ich mal falsch zitiert worden. Ich muss sagen, das Buch, das hat eine besondere Geschichte. Es ist genau an dem Tag in die Buchläden gekommen, wo der Lockdown gekommen ist. Also die Auflage hat sich dann sehr in Grenzen gehalten. Ja, das ist, Und es ist wahrscheinlich jetzt mein letztes Buch, ich bin so enttäuscht. Obwohl ich
das ein gutes finden. Nein, ich sage das natürlich nicht. Ich will natürlich hinter die Schokoladenseite schauen. Ich will nicht, dass die ihre Harddisk oben runterrasseln. Und ich mache das mit verschiedensten Methoden. Übrigens Sandra Maischberger, die ich sehr gut kenne, die schätze ich sehr. Die macht jetzt übrigens ihre neue Sendung. Hervorragende Einzelinterview wieder. Der Markus Lanz, hervorragende Einzelinterview innerhalb von seinem Sendekonzept. Und der kommt dort an. Du musst einfach gut recherchiert sein, musst wissen, was haben die früher gesagt, was erzählen sie jetzt, etc. Das ist nicht unbedingt aggressiv. Und es gibt immer natürlich Schattierungen. Wenn ich jetzt den Prinz Harry würde interviewen, ist es anders, als wenn ich den Albert Rösti nehme. Ja. Würde ich in einer anderen Tonalität antreten, oder? Man muss eben auch anpassen. Einen harten SVP-Politiker oder eine Künstlerin tue ich ganz anders befragen. Also ich tue das immer ein bisschen anpassen am Gast auch. Gut. Finde ich gut, dass du das alles jetzt so klar gesagt hast. wer immer noch glaubt, dass es beim Xavi eigentlich doch immer nur Superlativ gibt, auf sich selber, auch in diesem Buch, gibt es einige davon, aber nicht nur. Er reflektiert da sehr differenziert und er kommt einem auch als Mensch näher. Posten. Und sollte stimmen, Roger, was du im Tag immer gesagt hast, meine Frau hat Stil und Klasse, beides geht mir ab. Da gibt es nur einen Rat, dann mach halt mal, was Gabriella sagt. Ja, ich mache es auch, aber es ist hier und da fällt es mir schwer. Wir haben jetzt ja ein Haus in Ibiza und dann haben wir das jetzt umgebaut und sie hat natürlich eben viel mehr Klasse und viel mehr Stil. Es ist darum gegangen, haben wir den Pool neu müssen machen. Ist die Frage, wie machen wir ihn? Man kann ihn streichen mit Beton oder dann mit so kleinen Plättchen. Aber dann sagt unser Architekt, man kann es auch mit Balistein machen. Der Niki Lauda, dem habe ich so einen Pool gemacht. Meine Frau ist das gehalten. Okay. Und dann hat sie gesagt, der gefällt mir einfach besser. Ist ein bisschen teurer gewesen. Ziemlich viel teurer. Aber wir haben am Schluss natürlich den Niki Lauda Pool gehabt. Und er ist tatsächlich viel schöner. Und ich bin froh, dass wir ihn jetzt haben. Ja, okay. Wir sind auch froh, dass du froh bist. Von der grössten Zürichnummer aller Zeiten würde ich jetzt noch kurz wissen, oder will ich noch wissen, was er zu einem Zürichnummer-Song meint. Mehr Leben als dazu sagen. Brauchst du noch einen Drink oder geht es auch so? Nein, es geht auch so. Also, du bist ja schon immer ein Star gewesen. Ich bin ja, mag mich erinnern, ich war dabei gewesen, das moderiert, wo du Werbe des Jahres geworden bist, wo das noch etwas bedeutet hat. Hast du schon dich unterbrochen? Genau. Dann ist das vorbei gewesen, dann bist du, glaube ich, gemahlen und am Schluss hast du wollen, natürlich das werden, was die meisten werden, noch Rockstar. Aber jetzt hat er das noch nicht gelangt, jetzt willst du das werden, was wirklich alle werden, Fernsehmoderator. Genau, und machst jetzt also da als Rockstar so ein Verschnitt, Joe Cocker und Dieter Meier auf Zürichdeutsch. Okay, ich finde es wunderbar, großartiger Sound und gute Band, gratulieren. Ich nehme das als Lob. Das ist gut. Also, hören wir das doch an. Danke und ciao. Los. Wie der Vogel heisst, um ihn wunderschön zu finden. Wissen, wo in den Fluss fließt, um reinzukumpen. Muss es sein, wirklich sein? Du hast googeln, am Auto seine Vorgeschichte und verstehst seine Poesie. Studieren, den Farbauftrag, um über ein Bild zu debattieren. Muss es sein, wirklich sein? Kann es denn nicht einfach so sein? Mehr Bauch, weniger Kopf, ist ja gesagt. Stört nur Wissen, ist angesagt. Mehr Leben als dazu sagen. Muss machen, ein paar Millionen, um dich reich zu fühlen, ist es das. Mache die grosse Karriere und dein eigener Chef ziehen, oder was? Muss es sein, wirklich sein?
eine Analyse von deiner Kindheit und ich könnte gern zahlen. Ich garantiere, dass es Leben lang dauert, bevor du dich verliebst. Muss es sein, wirklich sein? Kann es denn nicht einfach so sein? Mehr Bauch, weniger Kopf, ist angesagt. Mehr Herz, statt nur Wissen, ist angesagt. Als der zu sagen. Betriebsanleitung fürs Leben, richtig zu leben, muss es sein, wirklich sein. Kann's denn nicht einfach so sein? Mehr Bauch, weniger Kopf, ist ja gesagt. Ich hab gesagt, mehr Leben als der Zusage. Mehr Bauch, weniger Kopf. Mehr Herz, statt nur Wissen. Mehr Leben als der Zusage.